Das ist das Neubaugebiet in Delitzsch. Von hier kommen ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, die beim ESV Abteilung Boxen in ihrer Freizeit trainieren. Die Abteilung Boxen besteht aus mehr als 60 Vereinsmitgliedern. Die Delitzscher ESV Boxer begrüßen Sie mit einem dreifachen Ring! Erfolgreicher Boxsport seit über 50 Jahren zu Hause in Delitzsch. Enrico Nürnberger leitet die Abteilung Boxen. Nach seinem Debüt als Gastboxer in der Bundesliga bis 2003 und seinem Abschiedskampf 2004 übernimmt er anschließend die Geschicke der Abteilung Boxen erst als Trainer und anschließend als Abteilungsleiter. Gestärkt mit einem DDR-Meistertitel, dem Titel Süddeutscher Meister 1998 und mit 4 Sachsenmeistertiteln gibt Enrico Nürnberger sein Wissen an den Delitzscher Boxnachwuchs weiter. Fast wöchentlich ist er mit seinen Schützlingen auch außerhalb Sachsens unterwegs, um die erfolgreiche Arbeit in der Nachwuchsregionalliga Nordwestsachsen fortzuführen. Ja, naja, also ich bin ja wirklich mit 9 Jahren hier in diesen Verein eingetreten. Mittlerweile sind das schon ja fast in die 30 Jahre, die ich hier dabei bin. Und mit Leib und Seele denke ich, dass wir hier was Ordentliches wieder aufgebaut haben. Und wir freuen uns natürlich, dass hier immer so viele sportliche Aktivitäten hier geleistet werden. Also trainieren tun hier ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche vom Alter von 7 Jahren bis 30 Jahre. Natürlich ist das Augenmerk auf unseren Nachwuchs gerichtet. Bei Boxen, ich sag mal, darf man erst mit 10 Jahren. Aber die Kinder natürlich wollen natürlich schon im Vorfeld schon ein bisschen Sport machen und den Ehrgeiz ein bisschen herauskitzeln und den Siegeswillen natürlich fördern. Und deswegen haben wir natürlich auch viele Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen, die natürlich auch ein bisschen benachteiligt sind und die natürlich hier ein Selbstwertgefühl kriegen bei uns in der Boxhalle und natürlich auch für einen Sieg immer mit denen zu rechnen ist und am Ende auch für sich menschlich weiterzuentwickeln hier in diesem Verein, ist natürlich eine schöne Sache am Ende. Der ESV Delitzsch Boxen versteht sich als Stützpunktverein bei der Integration von Zuwanderern durch und in den Sport. Intensiv arbeiten die Verantwortlichen mit Ausbildungsträgern, Wohlfahrtsverbänden sowie Schulen im Landkreis Delitzsch zusammen. Erfolgreiche Boxer im Verein, die dieses Angebot herzlich angenommen haben, beweisen dies mit ihren Medaillengewinnen. Cedric Borges. Wo kommst du her? Aus Delitzsch. Aus Delitzsch. Und wie alt bist du? Ja, 14 Jahre. Wie bist du denn zu dem Verein gekommen, zum Boxen? Ein Kumpel hat es mir erzählt und dann bin ich gleich mal vorbeigekommen. Und bringt das was für dich? Ja, eigentlich schon. So, weil da lernt man ja halt auch viel und ist halt gutes Training. Ja? Mirko Fuhrmann. Mirko, du bist schon eine ganze Weile hier, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist das vierte Jahr bin ich hier. Hast schon ganz schön allerhand. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 22. Und du bleibst im Verein? Ja, noch, ja. Also, wie bist du denn eigentlich zu dem Verein gekommen? Ja, also einfach mal so hingegangen, so mit einem Kumpel erst. Aber der ist jetzt erstmal leider nicht hier. Mhm. Ja, und dann macht dir Spaß? Auf jeden Fall. Ja. Wir haben natürlich gehört, dass du in der Zwischenzeit einen Trainerschein machst. Ja, ich mache einen Trainerschein, Klasse C ist das. Ja, und der ist in Chemnitz und jetzt am Samstag habe ich dann die Prüfung. Die Bilanz hier zeigt, dass die Delitzscher Boxer nicht nur in Sachsen zu den Stärksten gehören, sondern mit 2 deutschen Meistern, 4 Vizemeistern und 11 Bronzemedaillen überregionale Anerkennung erreichen. Geschulte Trainer, hochmotivierte Aktive und Freizeitsportler und viele Freiwillige außerhalb des Ringes zeigen zugleich immer wieder in der Heimatstadt Delitzsch die herausragenden Fähigkeiten und professioneller Boxausbildung. Nicht nur mit dem Delitzscher Maiboxen, der Delitzscher Boxnacht und dem Delitzscher Rosenpokal gibt es seit Jahren wieder gut besuchte Showacts. Auch Regionalausscheide in den Gewichtsklassen Schüler und Kadetten sind viel beachtet. Das ist übrigens ein Goldmedaillengewinner
beim Dänischen Rosenpokal. Wie heißt du denn? Timo Zeitler. Wie lange hast du denn schon trainiert? Oder wie lange trainierst du denn schon hier in dem Verein? Ein und ein halbes Jahr. Das ist doch schon allerhand. Ein und ein halbes Jahr und dann gleich Goldmedaillen bringen, ne? Was sagt Mama dazu? Gut. Und was sagst du? Hast du mal ein Veilchen gehabt, so ein richtiges blaues? Wie Veilchen? Na, hier, blaues Auge. Nee. Noch nicht? Da hat er aber Glück gehabt. Das kann dir ganz schnell beim Boxen passieren, stimmt's? Mhm. Erfolgreicher Boxsport seit über 50 Jahren zu Hause in Delitzsch. Helfen Sie mit, unsere Kinder- und Jugendarbeit fortzusetzen. Gemeinsam mit Ihnen, da schaffen wir das.